Hallo und willkommen zu dieser Anleitung über die Autokonfiguration der Türstation T26 von Mobotix. Bevor wir mit der Autokonfiguration starten können, ist es notwendig, einige Voraussetzungen zu erfüllen. Voraussetzungen sind, dass die T26 selbst zurückgesetzt ist in die Werkseinstellungen und auch ein Firmware-Update gemacht worden ist. Auch die MX-Bus-Module sollten upgedatet sein und zurückgesetzt sein. In unserem Fall haben wir es hier mit dem MX-Bell RFID-Modul zu tun, wobei ich auch hier schon die entsprechenden Tasten vorbereitet habe und während der Autokonfiguration jetzt die Tastenbelegung hier festlegen muss. Die Autokonfiguration wird gestartet, indem die Kamera in diesem Zustand jetzt an den PoE-Switch angeschlossen wird und damit mit Strom versorgt wird. Bei dem Startvorgang wird dann im ersten Moment eine rote LED hier erscheinen, während diese LED für ca. 10 Sekunden an ist, muss die Lichttaste kurz gedrückt werden. Nun blinkt die rote LED einfach, das heißt, wir sind jetzt in dem Bootloader drin und die T26 ist bereit, mit der Autokonfiguration zu starten. Um diesen Befehl jetzt zu bestätigen, muss die Lichttaste für 3 Sekunden gedrückt werden. Als visuelle Bestätigung erhalten wir ein schnelles Blinken der roten LED. Der nächste Status ist, dass die Kamera nun die IP-Adresse ansagt. Dabei hängt es davon ab, ob die Kamera schon einen DHCP-Server im Netzwerk gefunden hat oder den eigenen DHCP-Server benutzt. IP-Address 192.168.0.19. Network mask 2. Wichtig ist, immer auf das Erreichen des nächsten Status zu warten. Der nächste Status ist in unserem Fall, dass die OK-Taste rot beleuchtet wird. Jetzt können wir die Superpin eingeben. Durch Drücken von OK bestätigen wir die Eingabe der Superpin und werden jetzt ein zweites Mal zur Eingabe aufgefordert. Nachdem die Superpin eingegeben wurde, ist es jetzt notwendig, die Tastenkombination festzulegen. Dafür können wir jetzt den Einleger herausnehmen. Jetzt werden uns durch das Blinken der LEDs verschiedene Tastenkombinationen angegeben. Die aktuelle Tastenkombination wäre eine große Taste und eine kleine blaue Funktionstaste. Wir wollen in unserem Beispiel aber zwei mittlere Tasten einsetzen. Das heißt, ich kann jetzt eine beliebige Taste einfach drücken, um die verschiedenen Blinkmuster zu aktivieren. Sobald wir ein Blinkmuster erhalten, was der Belegung unserer Tasten entspricht, können wir jetzt eine beliebige Taste drücken und halten. Bis das jetzt auch wieder durch ein Blinken und ein Piepsignal bestätigt wird. Der nächste Status bedeutet, dass jetzt alle Tasten gesperrt sind und wir keine Eingabe machen können. In diesem Status sollen die Tasten eingesetzt werden, was wir jetzt auch tun wollen. Damit haben wir die Tasten eingesetzt und können die Autokonfiguration beenden, indem wir die Admin-Karte vor das Bell RFID-Modul halten.